Wir sind gerade aus Madeira zurückgekommen und von da habe ich ein wunderbares kleines Video mitgebracht von dem Nationalgetränk. Alle, die schon mal auf Madeira waren, kennen das ganz sicher. Das ist der Poncha. Das ist ein Cocktail, ein ganz einfacher, den die einheimischen Fischer immer getrunken haben, aus Zitronensaft, Orangensaft und Rum von der Insel. Und Honig, alles nur von Madeira. Und das ist nicht nur wahnsinnig gesund, sondern es schmeckt auch unglaublich gut. Und bei einer Foodtour wurden wir in eine Poncha-Bar geführt und dort konnten wir erleben, wie dieses wunderbare Nationalgetränk gemacht wird. Die beiden Mixbecher sind schon gefüllt mit Zitronensaft und Orangensaft, frisch gepresst vom Poncha-Macher. Und nun füllt er den ziemlich flüssigen maderischen Honig hinzu, nicht zu wenig. Nun kommt der Rum zum Einsatz. Aguardiente de Caña, ein aus dem Zuckerrohrsaft destillierter Rum. Und ich finde, der schmeckt am besten. Der ist so duftend und blumig und hat einen so tollen Geschmack. Und da kommen jetzt schon mal zwei Gläser rein. Und nun kommt der Poncha-Stick, ein ganz, ganz wichtiges Gerät, das dem Poncha-Macher eben erlaubt, ohne Mixbecher dieses Getränk so richtig schön schaumig zu verrühren. Die Leiterin des Kurses zeigt das nochmal. Das ist aus Holz und manchmal inzwischen auch aus Plastik und ist für einen echten, richtigen, guten, maderischen Poncha unabdingbar. Der Poncha-Macher hat das jetzt in einen großen Liter Krug angefüllt, damit der weitere Rum auch noch hineinpasst. Der wird auch mit diesem Cadalinho, so heißt das, schön ganz schaumig verrührt und auch die letzten Reste des Zitronen- und Orangensaftes kommen hinein. So, und jetzt haben wir das hier in dem großen Gefäß und dann wird wieder gerührt und gerührt und gerührt. Das wird in großen Hotels wahrscheinlich nicht so gemacht, aber in den kleinen Bars ist das ganz wichtig. Und jetzt muss unbedingt die ganze Pulpa da von dem Säften rausgefiltert werden, damit der Rumdrink da schön klar ist. Kommt jetzt in eine Flasche und wird nochmal geschüttelt und geschüttelt. Also eine schweißtreibende Tätigkeit, die angeblich 7 Minuten dauern soll pro Rum. Aber so viel wie hier ausgeschenkt wird, da müssen die da schon manchmal so ein bisschen vorarbeiten. Das sieht man oft in den Bars. Und jetzt, so ist es richtig, so muss der serviert werden mit diesem Schaumrand, den ich jetzt auch im Glas habe. Schmeckt super gut, wirklich sehr frisch und ist natürlich jetzt ein bisschen warm. Also man hat es eigentlich ganz gerne ein bisschen kühler, finde ich. Aber ein ganz schön kompliziertes Getränk. Ja, Wahnsinn, es muss ja alles frisch gemacht werden und dann immer so gerührt und geschüttelt und man merkt auch schon jetzt, es läuft schon so warm runter. Also mehrere kann man ja hinter nicht von trinken. Also das ist schon heftig. Uns hat der Poncha aber so gut geschmeckt und wir waren dann so gut im Training, dass wir auch zwei hintereinander vertragen haben. Allerdings nur, wenn wir mit dem Bus gefahren sind.